Wozu machen wir uns die ganze Arbeit? Eigentlich sind wir doch ein Wohlfahrtsdienst, der sich darum kümmert, dass keine Lebensmittel, Kleidung und Bücher verschwendet werden und im Müll landen. Oder? Wir müssen das ja machen, um auch was zu verändern. Und was zu verändern und nicht eben nur Müllentsorger zu sein. Denn sonst wird dieses System weiter so existieren. Und ich wünsche mir eine bessere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo wir miteinander leben und wo wir uns darüber auch Gedanken machen, wo unsere Produkte herkommen und ob wir überhaupt so viele Produkte brauchen, die wir hier konsumieren. Und warum wir uns das antun lassen, dass Konzerne immer mehr Produkte in immer kürzeren Abständen auf den Markt bringen, obwohl wir doch schon total übersättigte Märkte haben. Und das eigentlich nur dazu dient, um die Konzerne selbst am Leben zu erhalten. Nicht mal irgendwelche Menschen, die dahinter stehen, sondern im Grunde erhalten wir nur Konzerne am Leben, weil das ganze System ist darauf aufgebaut. Das ist die Logik des Systems. Also lasst uns zusammenstehen und diesen Wahnsinn stoppen. Also, manche von euch wissen vielleicht, dass demnächst eine Bundestagswahl ansteht. Wenn nicht, umso besser. Für die, die das wissen, und wir wussten das auch, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Eigentlich wollten wir an diesem Ort hier die Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Parteien als Direktkandidaten für den Wahlkreis Gießen-Vogelsberg kandidieren, einladen. Das haben wir auch getan. Und zwar wollten wir hier und an einer zweiten Station über ganz konkrete Forderungen reden. Wir wollten nicht, dass sie sich hier hinstellen und sagen, ja, wir sind voll toll und die anderen sind voll doof und wählt uns und dann wird die Welt besser. Auch deshalb, weil leider diese Wahlsprüche ja funktionieren und alle 4 Jahre alle Leute glauben, dass man doch was Besseres herbeiwählen kann. Und dann sind wir immer hinterher total enttäuscht, um das 4 Jahre später wieder vergessen zu haben. Also haben wir uns gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders und stellen ganz konkrete Forderungen und die sollen hier stehen und ausschließlich genau dazu ihre Meinung sagen. Sondern haben wir sie alle eingeladen, wirklich alle Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die es gibt. So, und hier neben mir sind alle, die gekommen sind. Also es ist tatsächlich so, dass niemand gekommen ist. Also vor einem Monat haben wir die eingeladen und niemand ist gekommen. Es haben ein paar abgesagt. Das ist teilweise sehr lustig, wie die abgesagt haben. Viel Mühe haben sie sich nicht gegeben. Und eine Person, wir haben dann alle, die abgesagt haben, gebeten, wenigstens ein schriftliches Statement zu schicken. Das hat eine Person gekriegt. Ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Was das für Leute teilweise sind, ne? Das ist ein Staatssekretär. Der hat eine Menge hauptamtlicher Leute und kriegt das nicht hin. Das ist ein Bundestagsvizepräsident, ehemaliger. Der hat jetzt immer noch einen Mitarbeiterstab und ein hohes Tier bei der FDP. Die haben Hauptamtliche, die kriegen das nicht hin. Die Menschen laden die ein, ihre Meinung zu sagen und die schaffen das nicht. Aber gehen wir mal Stück für Stück vor. Da die selber hier nicht sind, habe ich ein bisschen Unterstützungsmaterial mitgebracht. Also hier, ich kriege jetzt gleich wieder Ärger mit den Anti-Spee-Leuten und den Veganerinnen und Veganern unter uns, dass ich hier eine tierische Figur, also das ist mein Politiker hier. Der sitzt da und denkt sich, scheiße Leute, die sich für mich interessieren. Nein, ich drehe mich um. Meine Machtspielchen kann ich lieber im Dunkeln. So, dann gibt es noch die Wähler und Wählerinnen. Die hätten die am liebsten in diesem Format. Also die sollen sich da unten irgendwie tummeln und immer wenn Gefahr droht, sich zusammenstellen und wenn sie mal protestieren, ganz laut sagen und dann war es das aber auch bitte nicht mehr, ja? Also nicht irgendwie zickig werden oder so etwas, sondern schön harmlos. So, und jetzt ist also die Konstellation so, die denken sich, ab, wir befragen die jetzt mal. Und wir haben 2 Forderungen gestellt, die will ich auch beide erstmal nennen. Die passen hier zu uns, das sind nicht die einzigen Forderungen, die ich hätte und hoffentlich auch nicht die einzigen, die ihr hättet. Allerdings
bin ich natürlich nicht in dem Glauben, dass das wirklich was nützt. Also die beiden Forderungen, die wir gestellt haben, sind relativ einfach. Erstens, eine Gesetzesänderung des Diebstahlsparagrafen und des Eigentumsparagrafen im bürgerlichen Gesetzbuch. Wer sich das mal merken will, das eine ist der 242 im Strafgesetzbuch, der Diebstahlsparagraf. Deshalb hat unsere Kampagne auch die Internetseite 242.blogsport.de und es ist der 959 im bürgerlichen Gesetzbuch, der definiert, was eine herrenlose Sache ist und man sie sich deshalb straffrei nehmen kann. Wir haben gefordert, dass diese Paragraphen so geändert werden, dass das Wühlen im Sperrmüll, das Herausnehmen von Lebensmitteln aus dem Müll straffrei gestellt wird. Wir haben einen konkreten Gesetzesvorschlag gemacht und machen hier nebenbei auch eine Unterschriftensammlung dafür, die wir als Online-Petition einbringen wollen. Dazu wollten wir, dass die Politiker was sagen, ob sie dafür sind, dass das Gesetz geändert wird. Am Donnerstagabend ist im Bundestag darüber abgestimmt worden, ob Containern in Zukunft straffrei gemacht wird. Da gab es einen Antrag und es ist abgelehnt worden. Also SPD, CDU und CSU sind dafür, dass wer sich Essen aus dem Müll holt, weiter bestraft wird. So. Die zweite Forderung, die wir haben, ist eine Doppelforderung gewesen, die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens, auch das soll keine Straftat mehr sein, und die Einführung des Nulltarifs, also damit alle Menschen frei hier mit Bussen und Bahnen fahren können. So, dazu haben wir die befragt. Und jetzt kamen so verschiedenste Antworten. Ich nenne erstmal die, die gar nicht geantwortet haben. Ich habe, wie gesagt, alle eingeladen. Gar nicht geantwortet haben die Piraten, die Partei, die Freien Wähler, die Linke und die AfD. Die habe ich natürlich auch eingeladen. Ne? Ich bin ja nicht so doof und mache deren Wahlkampf. Es gibt ja Leute, die laden immer die AfD nicht ein. Das finde ich ja gar nicht so schlau, weil deren einziger Wahlkampf ist ja, dass sie immer nicht eingeladen werden. Damit machen sie so ein paar Jammerpunkte. Und ich finde es ja viel schöner, wenn ich die einlade und die nicht kommen. Dann zeigen sie nämlich, dass es nur leeres Gerede ist und dass sie gar nicht kommen wollen, weil sie nämlich Schiss haben. Vielleicht wissen sie auch, wie viel Gemüse wir dabei haben. Geantwortet hat die FDP. Sehr geehrter Herr Bergschild, vielen Dank für Ihre E-Mail an Herrn Dr. Solms. Herr Dr. Solms ist leider in Berlin unterwegs und kann nicht kommen. Auf meine Nachfrage, ob er sich schriftlich äußern kann, keine Antwort. Ebenfalls geantwortet hat die DKP, kann auch nicht kommen. Auf meine Nachfrage, ob sie schriftlich äußern, keine Antwort. Geantwortet hat auch die SPD, Florian Stenzel, Wahlkampfleitung Matthias Körner. Das ist nicht ganz uninteressant, weil das ist hier der DGB-Chef, der nebenbei ja auch noch dafür mitverantwortlich ist, dass das Café Amelie geschlossen wird. Auch der interessierte sich für unseren Umsonstzug nur so weit, dass er mir abgesagt hat und kein Statement geschickt hat. Und gestern abgesagt hat Helge Braun, der CDU-Kandidat, der hat, finde ich, eine witzige Mail geschrieben: Ich teile sehr den Grundgedanken Ihrer Bewegung zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und befürworte auch in zahlreichen Bereichen, dass öffentliche Güter der Allgemeinheit nutzbringend kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Ich finde, man kann das so interpretieren, dass er auch für Nulltarif in Bus und Bahnen ist. Schließlich meint er, dass öffentliche Güter der Allgemeinheit nutzbringend kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen. Was soll denn das anders sein als Theater und öffentlicher Personennahverkehr und so weiter und so fort? Und dann schreibt er allerdings, dass er nicht kommt. Ich möchte Ihre Veranstaltung aber nicht dadurch stören, dass ich versuche, Sie und Ihre Mitstreiter völlig von Ihrem Vorhaben abzubringen. Sehr großzügig, Herr Braun. Allerdings, da er das gestern geschickt hatte, war dann auch nicht mehr zu erwarten, dass er einzeln macht. Also, man sieht, dass es ziemlich schwierig ist, Politiker und Politikerinnen einzuladen, wenn sie öffentlich ganz konkrete Positionen benennen müssen. Also, ich glaube insgesamt, was hier mit dem allgemeinen Mäh wird so nichts. Wir müssen, glaube ich, schon mehr einen auf diesen hier machen. Und vielleicht, so im Style von Pippi Langstrumpf, den einfach mal so ein bisschen runterkicken und die Sache hier in der Gesellschaft selbst übernehmen. Ja, sowas ist definitiv ein Punkt. Und das wäre so mein Appell, dass die alle nicht gekommen sind und dass die sich alle, fast alle nicht geäußert haben. Eine Partei hat ja was gesagt, das sage ich gleich noch.
Aber dass sie fast alle gar nicht mal was geschickt haben, ihre Position, zeigt doch mal wieder sehr deutlich, im Wahlkampf interessieren sie sich ein bisschen für uns, und ansonsten vertrete diese Szenerie Kapital- und Herrschaftsinteressen. Und sie bezahlt eine Menge von Leuten dafür, dass die aufpassen, dass die Menschen nicht ausbrüchlich sind, sondern brav wählen gehen, oder anders ausgedrückt, dass sie brav konsumieren gehen, auch sowas ähnliches wie und wenn sie irgendwann mal keine Lust mehr haben, dann bitte irgendwo einen Brief hinschreiben, also auch sowas ähnliches wie mehr bitte nicht, und sonst gibt's Ärger. Ich finde aber genau dieser Ärger ist nötig. Angesichts der verheerenden Verhältnisse, die wir auf dieser Welt haben, braucht es mehr als wählen. Ob ihr wählen geht oder nicht, ist egal. Von daher ist es auch egal, es ist auch nicht schlimm, wählen zu gehen, aber glaubt nicht, dass sich dadurch was verändert. Verändern tun wir etwas, wenn wir in eine direkte Konfrontation gehen. Wenn wir die Dinge direkt ändern, auch der Umsonstzug ist viel zu wenig. Das ist so ein bisschen Begleitmusik. Das ist auch so ein bisschen wie, vielleicht ein bisschen lauter. Aber wir müssen daraus viel mehr entwickeln. Wenn wir wollen, dass es den Nulltarif gibt, müssen wir Aktionen machen, die dazu führen, dass man in Bussen und Bahnen umsonst mitfahren kann. Wie zum Beispiel diese Schwarzfahraktion mit Schild. Also legales Schwarzfahren ist ja so ein Format, was wir entwickelt haben. Wenn Leute Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie man kreativere Aktionen machen kann, wir bieten auch immer mal wieder so Trainings an, Aktionstrainings, und dann kann man tatsächlich ein bisschen wirkungsvolle Aktionen machen. Nichtsdestotrotz werden wir weiter auch versuchen, unsere Vorschläge mit dem Nulltarif und mit der Entkriminalisierung des Containers durchzusetzen. Eine der Varianten, aber wieder die eher Variante, ist unsere Petition. Die wollen wir noch mit anderen Sachen kombinieren. Da laufen hier Leute rum mit Unterschriftenlisten. Da kann man sich eintragen. Das läuft dann im Oktober, die Aktion. Und da wollen wir diese Sachen dann auch übergeben, aber rundherum muss noch was sein. Mitteilen aber will ich auf jeden Fall noch, dass die Grünen, die ja auch nicht da sind, immerhin eine Antwort geschrieben haben. Allerdings ist die hier für Gießen kandidiert hat, keine realistische Chance, in den Bundestag zu kommen. Die schreibt aber immerhin klar und deutlich, dass sie beide von unseren Positionen teilt. Wer den Text mal durchlesen will, kann das gerne tun. Außerdem kann ich noch sagen, dass auch die Partei Die Linke von ihrem Parteiprogramm her diese Position teilt. Und ansonsten lässt sich der Satz von Helge Braun ja auch so auslegen, dass er auch für Nulltarif in Bussen und Bahnen ist. Wichtig ist allerdings, dass wir das real irgendwann durchkämpfen. Das heißt, dass diese Sitze und Throne der Herrschenden irgendwann einfach verschwinden, dass dieser Seltersweg nicht mehr nur für Konsum oder ähnliches da ist, sondern dass wir die Stadt rückerobern für ein Leben jenseits von Profitinteressen und von Konsumzwang und von herrschender Politik. Solche Sachen, dass wir überhaupt dafür kämpfen müssen, dass Straßenmusik nicht nur gegen Geld geht, das müssen wir überwinden. Wir müssen irgendwann mal Verhältnisse haben, dass gar keiner mehr da ist, der sich solchen Scheiß überhaupt ausdenken kann. Und dafür werden wir ein bisschen was anderes noch auf die Kette bringen müssen, als nur Lebensmittel zu verteilen, aber das auch.